So, Windeschneider. So, M4. Schneidöl. Drin. So, hier bei dem unteren, da müssen wir gucken, in dem sind diese Nocken, wo der Blatt am Boden fest ist. Die schneiden wir jetzt aus, dass wir tiefer kommen. So, die sind. Und da, da. Upsalalala. Da ist da. Dass wir den Kanal so tief wie möglich kriegen. Klong. So, wo ist der Edding? Da. Das habe ich hier ausgeschnitten. Das setzen wir dann, damit wir neben diesen Nocken nicht im Weg haben. Die Platte mal weg tun hier. Also der Deckel. Diese Nocken meinte ich. Da habe ich es ausgeschnitten hinten. Lass mal so bis zur Unterkante kommen. Fertig. So, jetzt wollen wir mal die seitlichen machen. Und dann kommen die Schienchen. Kann man nämlich gleich im Kabel loslegen. So. 1 Meter. 69. 1 Meter 69 zweimal. Dann seitlich machen wir 80er. Weil die meisten Kabel liegen ja schon hier oben auf Klemmen. Dann kommen ja die Datenkabel, kommen in die nächste Reihe. Das sind nicht mehr so viele. Und dann immer die Verdrahtung geht natürlich seitlich noch durch dann. Aber da reicht dann ein 80er. So, die seitlichen 80er. Ups. So, in die Ecke.
Oh, schnell mal falsch. Scheiße. Nee, danke. Nee, war richtig. Muss ich ja mindestens 80 sein, weil sonst ein 60er wird der Leben nicht mehr fest schraubbar sein. Oder nur haarscharf, deshalb, weil das ja eine Rundung dann ist, die Schrauben. Deshalb eben ein 80er. Da muss ich dann 100er nehmen, wenn man Platz hat, aber schon 80 reicht. Kann man die Stege hier, wo wir mit den Kabel durchgehen, kann man dann rausbrechen. Klong. Klong. Den kann man auch noch. So, dann haben wir noch Luft. Oben machen wir dasselbe. So, jetzt kommt in die Hutschiene rein. Für die ersten Klimmen. 102,5. So, jetzt müssen wir die genaue Höhe wissen. Das ist so eine Hutschiene, sieht aus wie so ein Hut, wenn man umdreht. Eine gelochte. Hier sind die Klemmen. Das sind von Phoenix die UTI-Klemmen mit Schrauben. PTI ist mit Steckklemmen. Die sind hier so drauf gerastet. Jetzt gucken wir eben vom Abstand her, dass wir noch sauber das Kabel oben drauf kriegen. Wenn wir das Holz unten liegen lassen würden. So. So, das heißt, Mitte. Ein bisschen Abstand brauchen wir schon. Nummer 7. Machen wir da oben müssen wir rein. Ja, machen wir schon 7. So, das heißt, hier 7 haben. Dann muss man hier mal eine Markierung hin. Hier sind zwar so Linien drauf. Guck mal, wo die 7 ist. Das ist der hier. So, und dann klingelt auch mein Telefon. Was will das denn? So, nehmen wir auch hier die Markierung. So, so, Mitte da, Ausmalung, ausmalen, ausmalen, ausmalen. So, wo ist der Edding? Schön hingetan. Da. So, jetzt tun wir hier eine Schiene hinmachen, womit die Datenkabel erden. So, einmal da. Und das ist 1, 2, dritter Strich, 1, 2, dritter Strich, da. So, das ist die Mitte, da. So, dann bohren wir die mal. Schneiden. So.
kommen die Klötzchen mal fest. Die sind von Phoenix Kontakt und heißen AB-SSM. So, die Lautsprecherkabel habe ich da oben jetzt schon mal raussortiert, dass die schon mal, die sind ja bekannt, dass die schon mal raus sind. Und jetzt tun wir hier drin mit Klemmen anfangen. So, und zwar geht das immer los mit einem Clipfix 35 von Phoenix. Endhalter. Dann kommt der ABUTI3 von Phoenix. Der hält nachher auch diese Endschiene. L-Schiene sag ich schon. Und dann fange ich immer an als erstes mit den RAF-Stores und Rollläden. Weil die sind ja die Anzahl bekannt. Das heißt, die Anzahl der Klemmen ist, die kenne ich schon vorab. Die habe ich immer durchgezählt. Wir haben 25 Stück. Und dann gibt es einmal hier die UTI LL Klemme, die ist aber quer durch verbunden, und die UTI L, wie heißt die richtig, PE LNT, die hat eine Erde, die hat noch die Schiene aufrastet, einen durchgehenden L, also eine für die Phase, und hier oben diesen Schieber für den 0, oder Neutralleiter, wie man immer sagt, ich sag mal noch 0. Dann heißt mir, die werden jetzt hier drauf bestücken. Und zwar fangen wir immer an: L1, L2, L3, NPE. Und die werden wir jetzt mal abwechselnd hier drauf bauen. Und zwar immer mit diesem Schieber nach unten. Also 25 Blöcke. Platte. Zwischen einzelnen Klemmblöcken mache ich immer zwei Böckchen. So.